Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clicker Heroes. Und wir stehen hier kurz vor einem Reset, beziehungsweise ich werde jetzt heute ein Reset machen. Ganz einfach, weil der nächste, der bei 550 ist, kein Prime Boss mehr. Die Mama Fernie Fat Bad will mir keine Hero Souls geben. Und weil ich jetzt Zeit habe dafür. Also ich kann dann nachher wieder schön hochleveln und so weiter. Und ich habe viele Engines, die jetzt noch im Lowlife sind, also im Lowlife, nicht weit hochgelevelt sind, weil ich letzte Mal viel gekauft habe und dann nur noch wenig Hero Souls zum Hochleveln hatte. Zum Beispiel hier Buboss und so. Ich denke, da werde ich gleich ordentlich was reinstecken. Und weil ich euch den neuen Calculator zeigen wollte. Der ist nicht neu, aber ich habe vorher mal einen anderen vorgestellt und den habe ich jetzt noch gar nicht vorgestellt, deswegen wollen wir das auch machen. So, jetzt wollen wir erstmal hier ascenden für knapp 1300 Hero Souls. Das ist für mich schon mal gar nicht so schlecht. Amenhotep, habe ich irgendwas vergessen? Nö. So, yo, alles klar, nice one. So, ich bringe jetzt den eben zum, bis der Treebeast läuft und dann zack. So. Und ich erkläre es nochmal. Also für die, die es noch nie gemacht haben, ihr geht hier oben auf den Schraubenschlüssel und dann klickt ihr auf Save. Und dann könnt ihr das hier alles wieder schließen. Dann hat das zwischengespeichert und dann haue ich euch den Link rein für den Optimizer. Und dann müsst ihr einfach nur das Kopierte hier einfügen und Import drücken. So. Und jetzt zeigt er euch hier, das ist alles, was ihr habt, current. Und bei Target steht, was ihr damit machen sollt. So, jetzt gucke ich mal durch hier. Atman soll hoch, Buboss soll hoch. Oh, Buboss hätte ich jetzt gedacht, dass der noch höher soll, okay. Doc-Hock hoch. Guck mal. Bla bla bla, der hoch. Okay, das wird eine lustige Runde. So, hier schlägt er mir noch irgendwelche Engines vor, die ich mal holen sollte, aber das ist alles momentan eine Katastrophe. Ich muss erstmal die ich habe, hochbringen, weil wenn ich mir jetzt einen neuen Engine holen will, dann ist das mega teuer. So, die ersten vier waren... Moment, was sind... die ersten vier Argaiv, glaube ich, vier hoch, ne? Genau, Atman auch vier hoch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buboss auch 4 hoch. 1, 2, 3, 4. Minus 14% Boss-Life haben wir dann schon. So, Doc-Hock plus 6 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt habe ich viel weniger Hiring-Kosten. Den machen wir auch voll, das weiß ich noch. So, jetzt habe ich nur noch 5 Level, die ich voll machen muss zum nächsten Level. So, Libertas kommt einer rein. Zack. Was haben wir denn noch Schönes? Mammon plus 6. Oh ja, das gibt schön Gold. Zack. Auf 18, genau. Mongulus mache ich am Ende. Sialtas plus 4 und Solomon auch plus 4. Das heißt, wir kriegen ja noch ein bisschen DPS dabei. Und noch mehr Hero Souls. Okay, und die letzten 270 haue ich alle hier in Morgulis. Wo ich persönlich jetzt noch mehr hier bei Buboss reingehauen hätte. Der Optimizer hat bestimmt einen Grund dafür. Okay, so, das mache ich gleich mal alles hoch. Viel mehr gibt es zu dem Optimizer auch gar nicht zu sagen, oder? Viel mehr kann der hier auch nicht. Der gibt mir hier noch halt, wie viel Souls ich per Hour kriegen würde, wenn ich richtig durchziehen würde, was das optimale Level ist und noch so ein paar Infos. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Macht einfach das, was er euch vorschlägt. Wie gesagt, den Link haue ich euch unten rein. Und jetzt geht es wieder von vorne los, die ganze Party. Zack, ich mache mal den hier hoch, damit es ein bisschen schneller geht. Und ich bin gespannt, wie weit ich jetzt komme. Mein Maximallevel war ja 559. Das werde ich jetzt wohl überbieten, weil ich ordentlich DPS dazu bekommen habe. Durch die Gilded Damage hier, durch weniger Boss Life. Die Hiring-Kosten sind runtergegangen. Und hier den Sialtas habe ich 4 hoch gemacht. Und Mogul ist auch sowieso noch was rein. Ich denke, jetzt werde ich, Also die 580 dürfte ich wohl knacken, gehe ich von aus.
Okay, Freunde, freut mich ja wieder, dass ihr zugesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft auch dabei seid. Wenn ja, könnt ihr den Channel natürlich gerne abonnieren und mir einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.